Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Vor einigen Wochen habe ich ein Audi e-tron getestet und das übertitelt mit geiles Auto, aber nichts für mich, so ungefähr. Graf Hardenberg, unser Autohaus in Konstanz und am Bodensee, hat mir heute einen e-tron GT zur Verfügung gestellt, wahrscheinlich um mich eines Besseren zu belehren, und ich bin schon etwas zitterig geworden, als ich an dieses Auto ranlief, weil es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es hat mich sofort erinnert an die Probefahrt mit dem Taycan, die ich gemacht hatte, und die Frage war, ja, was gefällt mir am Ende besser, der Taycan oder der e-tron GT? Die ersten paar Kilometer, die ich bisher gefahren bin, ist mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen, dass er sich sehr, sehr gut fährt, dass er wahnsinnig gut auf der Straße liegt, auch in Kreisverkehren sehr geschmeidig um die Kurven geht, und dass ich mich insgesamt sehr wohl gefühlt habe. Beim e-tron war es ja so ein Gefühl der Überforderung, und beim e-tron GT irgendwie wirkt es beherrschbarer. Es hat nicht ganz so viele Displays, nicht ganz so viele Einstellmöglichkeiten, scheint mir jedenfalls so. Insgesamt habe ich mich sofort zu Hause gefühlt, und ja, wir gucken mal, was der heutige Tag so bringt. Übrigens, sehr schade, Oscar ist heute nicht dabei, aber ich habe für den Oscar-Test nachher einen würdigen Ersatz, werdet ihr gleich sehen. Dann versuchen wir jetzt hier mal zu gucken, wie schnell dieses Ding beschleunigt. Wir stehen und auf geht's. 100. Okay, wir müssen es nochmal machen, weil, lass ruhig laufen, weil ich nicht im Dynamik-Mode war. Drive Select. Dynamic. Schauen wir mal, was der Dynamic-Mode bringt. Oh ja! 100. Okay. Ja, war schnell genug. Einen letzten Test machen wir noch, weil ich ehrlich gesagt vor Schreck vom Gas gegangen bin. Also ganz bisschen bin ich runtergegangen. Jetzt einmal ohne Angst vor dem Gaspedal. Null. Und? Hundert. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also schnell kam es uns, glaube ich, vor, oder? Kann man sagen. Also das Interieur finde ich sehr ansprechend. Was ich natürlich toll finde, ist, dass die Materialien zu einem guten Teil recycelt sind. Natürlich insgesamt hochwertig, keine Frage. Deutlich übersichtlicher als im e-tron. Was ich damals bemängelt hatte, war diese Vielzahl an Displays. Hier haben wir eigentlich ganz übersichtlich ein Display für den Kram, sage ich mal. Hier das Hauptdisplay mit den fahrrelevanten Daten. Dann das Head-Up-Display mit dem allerwichtigsten, und dann natürlich für einen Model 3-Fahrer immer noch wahnsinnig viele Knöpfe und Hebelchen am Lenkrad. Aber inzwischen komme ich damit auch besser zurecht. Was ich immer noch nicht so richtig hinkriege, ist die manuelle Rekuperation, die man mit diesen beiden Knöpfchen hier einstellen sollte. Sowas wie ein One-Pedal-Driving-Gefühl habe ich hier nicht, ist vielleicht aber auch nicht nötig. Schick natürlich das Glasdach. Dann haben wir vorne gesehen zwei Lademöglichkeiten, einmal mit CCS und dem normalen Stecker, und auf der anderen Seite noch mal extra ein normaler Ladestecker für die Wallbox zu Hause. Der e-tron GT kann auch sehr schnell laden. Ich glaube, 270 Kilowatt könnte er laden, wenn man die entsprechende Schnellladestelle dafür hat oder findet. Gut, auf die ganzen technischen Details brauche ich hier nicht eingehen. Da findet ihr ja im Internet von den Nerds und Experten zu allen möglichen technischen Sachen was. Mir geht es ja tatsächlich wirklich um eine ganz subjektive Familienvater-Einschätzung dieses Autos. So, und jetzt wird es natürlich Zeit für unsere zwei Standardstests, den Oscar-Test und den E-Piano-Test. Die sehen heute, glaube ich, beide ein bisschen anders aus, denn Oscar ist nicht da. Aber ich habe, glaube ich, einen wirklich würdigen Ersatz für den Oscar-Test gefunden. Wir machen nämlich heute den Bela-Test. Das ist der Bela, Freund der Familie. Bela, wie groß bist denn du? Ich bin mittlerweile 2,04 Meter. Also Oscar ist 1,93 Meter und ihr erinnert euch an die verschiedenen Tests, die wir da gemacht haben. 2,04 Meter, das wird eine Challenge, würde ich mal sagen. Steig nochmal ein, Bela. Gucken wir mal, wie das so aussieht, wenn ein 2,04 Meter Mensch in ein Audi e-tron GT einsteigt. Okay. Also beinmäßig eigentlich gut, oder? Ja, der Kopf passt nicht. Ja gut, Nackenstütze ist natürlich bei dir auch mehr eine Schulternstütze. Ich glaube, ich steige selber auch mal kurz ein. Das ist natürlich jetzt der Vordersitz auf dich eingestellt. Okay, ich bin 1,79 und habe auch schon wie damals beim e-tron halt das Problem, dass man eigentlich auch schon in meiner Größe hier seitlich und hinten anstößt. Also ich kann mir vorstellen, dass du da gar keine Chance hast. Und ja, Nackenstütze in dem Fall
eigentlich nicht so sinnvoll, weil wenn du mal nach hinten fällst, brauchst du keine Nackenstütze mehr, weil dann ist dein Kopf eh schon ab. Wir brauchen also Leute, die ja, längere Beine, aber kürzere Oberkörper haben. Danke für den Bela-Test. Kein Problem. Der zweite regelmäßige Test ist der E-Piano-Test, also was kriege ich in den Kofferraum rein? Und ihr seid es schon gewöhnt, andere nehmen Metermaß oder Meterstab. Ich nehme meine 22 cm Hände. Das sind ungefähr 85 cm in der Breite. 2, 3. In der Tiefe ein knapper Meter. Und ziemlich genau 44 cm hier Einstiegshöhe. Dann können wir hier nochmal schauen, gibt es hier noch ein kleines Fächlein für Ladekabel zum Beispiel. Das ist beim e-tron genauso gewesen. Tja, und jetzt wollen wir mal schauen, ob ein e-piano reinpasst und dafür schmeißen wir mal die Rückbank um. Also e-piano, sage ich jetzt mal, würde reinpassen. Umgelegt sind das bestimmt 1,50, 1,40 hat das e-piano, passt. Aber wir haben heute kein e-piano zu transportieren, sondern einen Teppichboden von 3 Meter Länge. Schauen wir mal, ob wir den heute reinkriegen. Dafür gucke ich erstmal, wie flach wir den Vordersitz kriegen. Ja, das ist der Beweis, dass sogar ein 3 Meter langer Teppichboden hier reinpasst. Allerdings hat Bela jetzt ein bisschen wenig Platz. Ich hoffe, bis zu Hause reicht's. Apropos Kofferraum, natürlich hat dieses Auto auch vorne eine Haube. Mal schauen, ob sich darunter auch noch was Sinnvolles verbirgt. Das Knöpfchen findet sich in diesem Fall hier in der Tür. This is the frunk. Also hier immerhin Platz für Ladekabel. Ich würde mal sagen, so Handgepäckkoffer auf jeden Fall. Hier haben wir noch ein Fächlein für ja, Apotheke, solchen Kram. Da ist noch ein Wagenheber drin, Nützlichkeiten. Okay, also ich habe schon kleinere Frunks gesehen. Ich habe auch schon größere Frunks gesehen. Allerdings, ich habe ja auch nur einen Motor. Das Ding hat 2 Motoren, also auch weniger Platz für solcherlei. Machen wir wieder zu. So, wir gehen mal auf die Autobahn. Ein bisschen Schiss habe ich schon, weil ich glaube, diese Karre fährt irgendwie 250 oder sowas. So genau will ich es eigentlich gar nicht wissen. Aber wir werden es rausbekommen. Da vorne wird die Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben. Und das werden wir jetzt mal versuchen zu nutzen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Völlig mühelos, jetzt schon bei 200. Gut, also ich brauche nicht mehr. 245 habe ich gesehen. Ehrlich gesagt, bei der befahrenen Straße. Für heute ausreichend, oder? Meinst du, Bela? Also ich muss sagen, dieses Auto hat extrem viel Spaß gemacht. Ganz im Gegensatz zu der Erfahrung mit dem e-tron zuvor, war das wirklich eine schöne Fahrt. Ein super Fahrgefühl, natürlich Beschleunigung ohne Ende. Schönes Auto, gefällt mir sehr gut. Wir sind jetzt irgendwas um die 68 Kilometer, glaube ich, gefahren und hatten einen Verbrauch 25, 26 Kilowattstunden auf 100 dann am Ende. Die Reichweite wird im Moment angegeben, Restreichweite mit 222 Kilometer bei einem Batteriestand von 56%. Das würde auf eine Gesamtreichweite von knapp 400 Kilometer schließen lassen. Damit kann man eigentlich leben mit so einem Auto, wenn man jetzt nicht lange Strecken fahren will. Und ansonsten hat man ja die schnelle Ladegeschwindigkeit, die natürlich einiges wert ist. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn ja, dann lasst unbedingt ein Abo da und liked dieses Video. Kommentiert gerne unten, was ihr sonst noch hier sehen wollt. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieter Dad.